meine fetten Kinder da draußen. Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute. Und heute machen wir den Geogesser in Fortnite Battle Royale mit zusammen in Blue. Geografie, ich hatte immer eine 6, deswegen werde ich verkacken. Ich auch. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr für eine Note in Geografie hat oder Erdkunde hieß. Ich hatte immer Burgies, weil ich war fett. Burgies, Freunde. Und zwar, Freunde, habe ich diesen Modus von irgendeinem Amerikaner geklaut, obwohl wir die von André geklaut haben, weil André die auch schon eigentlich gemacht hat. Ich würde aber mal sagen, André, ja. Wir schauen uns das erste Bild an. Freunde, ich blende natürlich die Bilder hier ein, beziehungsweise macht das Jamil. Haha, du Opfer, musst irgendwas einblenden. So, Freunde, wir sehen das erste Bild. André, du siehst das erste Bild? Ja. Okay, das ist so ein bisschen im Schneegebiet, Freunde. Hä? Schneegebiet? Was? Bei mir ist es Wüste. Ich will mir mal sagen, welches bei dir ist. Okay, warte. Okay, Freunde, André sieht es jetzt auch und dann würde ich mal sagen, wir schauen uns das mal an, wo das sein könnte. Und das müsste ungefähr, ich sage mal... Oh, ich glaube, ich weiß, wo es ist. André, bist du ready? Ich sag so, ich weiß noch nicht ganz genau. Ich sehe zwar deine Markierung. Oh, das war cringe. Aber ich würde sagen, das ist hier so. Wo? Ja, schon markier mal. Halt's Maul! Da so, würde ich sagen. Da? Das ist auch gut, ne? Ich sag hier oder hier, irgendwo hier. Okay, Freunde, dann würde ich mal sagen, André und okay. Jamil, der Timer läuft jetzt. Let's go! Und wir fangen natürlich immer bei Daily Bugle an, Freunde. Wir haben nur 2 Minuten Zeit, um da hinzukommen. Ja? Nein, meine Handschuhe haben Cooldown. Nein! Und wir dürfen alles benutzen. Du kannst auch Autos benutzen. Du kannst. Hast du respawned? Hä, sowas würde ich niemals machen. Was laberst du? Ekliger Mensch. Ich bin mit Spider-Man hier hingeflogen, Digga. Ekliger Mensch. Er respawnt einfach. Wie hässlich. Das soll ein Race sein, du kleiner Hund. Ja, ich bin Erster. Was Digga, ist es ist so. Es ist so. Okay, Bro. Okay, Digga. Okay, André, Digga. Ich sag dir ehrlich, nie wieder bist du dabei, Digga, du Hund. Okay, ich guck jetzt schon mal. Du darfst nicht gucken, du musst genau den Spot nehmen, du kleiner Hund. Piss dich! Es ist so unfair. Nur weil er früher da war, der kleine Hund. Oh, warte mal. Meine? Wir ziehen. Wir ziehen um unser Leben. Ich swing! Das Ding ist, ja. Sei ehrlich. Das ist gar nicht so einfach, Digga. Das ist überhaupt nicht einfach, Bro. Das sieht immer so einfach aus, Freunde, aber man weiß nicht genau. Wir sind natürlich Fortnite-Profis. Wir müssten das wissen, André. Wir sind ja. Pros. Weißt du, ich meine? Sagen. Prank Bros. Ich glaube, du bist schon mit deinem Raten näher dran als ich. Oh, ich bin mal gespannt, Freunde. Okay, glaub, wir schauen. Ich hab genau den Spot, Digga. Nein. Ich hab genau den Spot. Er hat. Nein. Ich bin eins zu weit. Nee, warte, das ist nicht der Spot. Doch, du bist eins zu weit. Komm nein. Das ist nicht der Spot. Doch. Das ist nicht der Spot. Junge, es ist 1:1 der Spot, Freunde. Bro, wie eklig kann man nur sein, André. Dankeschön fürs Markieren, by the way, ne? Weil das war deine erste Markierung. Das hier. Ist er. Es ist genau der Spot. Das ist er, Tatsache, Freunde. Aber er steht. Ja, nee. Nee. Doch. Doch, hier steht er. Nee, hier da drauf. Hier, auf dem Stein. Oh mein Gott, Freunde. Aber ich muss sagen, ich habe geschummelt. Deswegen würde ich sagen, Gleichstand. Geschummelt. Gleichstand. Ja, wir kriegen beide eine goldene Waffe. Jeder kriegt eine gute Waffe, okay, ja. Freunde. André, du kriegst die da drin ist. Und ich krieg die Daily Bugle. Guck jetzt. Okay, ist wild. Ist wild, Digga. Okay, André, ich würde mal sagen, okay, Freunde, dann würde ich mal sagen, geht's weiter mit dem nächsten Bild. André, siehst du das? Hast ja, du es bei dir offen? Hast du es bei dir offen? Ich sehe es, okay. Das ist jetzt schwer. Das ist jetzt schwer, aber ich weiß, wo es ist. Ja, ich weiß, wo es ist und diesmal markiere ich gar nichts. Okay, wenn du sagst, du weißt, wo es ist, dann änderst du deine Meinung ja eh nicht mehr. Nee. Deswegen, ich sag jetzt für mich, ja? Ich habe keinen Plan, Digga. Es sieht für mich alles gleich aus. Ja? Ich sag hier. Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt an unsere Spots und gucken, Digga. Let's go. Soll ich dir sagen, wo? Du änderst nicht, sei ehrlich. Ich ändere nicht. Das ist auf dem Boot hier, 100%. Mach's gut, Digga. Nochmal okay, die Golde, Digga. Ist auf dem Boot, wer zuerst wir da haben 2 Minuten. Wer zuerst da ist, alter Maul, verpiss dich, gehst du deinen Pink, du Hund. Nächster. Doch, du hast 2 Minuten. Ich sag dir ehrlich, Digga. Ja, 2 Minuten bin ich beim Boot, sag ich dir, wie es ist. Das Ding ist, ich habe jetzt schon mein Spider-Man-Handschuhe schon mehr ausgebraucht als André. Verbrauchsenergiesmodus. By the way, Freunde, wenn ihr meinen Kanal folgen wollt und André seinen Kanal auch, schaut ihm mal ins Gesicht jetzt. André, zeig dein Gesicht. Warte. Na, ich hab cool. Da mein Gesicht. Okay, genau. Abonniert ihn auf jeden Fall nicht, sondern nur mich. Freunde, ich würde sagen, wie viel Zeit haben wir noch? Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das Ding ist, Jamil, der Timer, ne? Aber mach bitte einen schönen Timer. Weil immer, wenn du Timer reinmachst, sind die alle hässlich. Ich schick dir einen. Okay, 600 Meter noch, Freunde. André ist in unserem Nacken drin. Ich sehe ihn. Nee, ich gehe zu meinem Spot. Gehst du zu deinem Spot? Ja. Ich will gucken, ob das da ist. Oh mein Gott, vielleicht könnte das sogar hier sein, wo ich gerade bin, Freunde. Aber wir scheißen drauf. Wir gehen zu unserem Spot. Das ist das Boot. Er wollte uns tricksen, weil das Boot ist jede Runde immer woanders. 100% wollte uns tricksen, André.
Er wollte uns ertricksen und erspähen. Und danke nochmal an Maeve Memes für die Screenshots, hab ich gerade gesagt. Checkt auch seinen Kanal ab. Okay, ich bin jetzt beim Boot, Digga. Ich bin jetzt beim Boot. Ich hoffe, die Zeit ist jetzt schon um. André, wie sieht's bei dir aus? Bist du bei dir? Sei ehrlich. Bin bei mir, aber es ist 1000% nicht hier. Nein? Oh mein Gott, der Hai greift mich gleich an. Ja, sehr schön. Aber ich schaue jetzt auf dem Boot, weil es sieht schwer nach Boot aus und es ist das Boot! Junge, wie wusstest du das, Digga? Oh mein Gott, ich sag euch ehrlich, Freunde, wie gesagt, ich habe das nicht geskriptet, mir die Bilder angeguckt davor oder sonst irgendwas, Freunde, sondern ich hab's einfach rausgefunden, weil ich der Wildest bin. Weißt du, woher ich das rausgefunden habe? Ich sag dir early. Guck mal, in dem Screenshot, siehst du den Screenshot? Ja. Ist rechts ein Loot Drop. Und der Loot Drop ist nur auf diesem Scheißschiff oder an besonderen Stellen. Da hab ich gar nicht drauf geachtet. Deswegen, er ist nie in irgendeinem Haus oder sonst irgendwas, Freunde. Da würde ich mal sagen, die zweite Waffe gehört mir. André. Gönn dir. So, ich würde mal sagen, wir bleiben an unseren Spots. Ich gehe nur an Land. So, André, wir gehen zum nächsten Bild, meine Damen und Herren. André, such dir einen aus. Such dir einen aus. Oder ich raus? Oh mein Gott, ich habe was Schwieriges, Bro. Siehst du das hier? Mit dem Schild, ne? Mit dem Schild, mit den Häusern. Okay, okay, okay. Okay, Freunde, wir machen weiter mit dem nächsten Bild. André, jetzt haben wir ein OP Geoguessing Master of the Disaster. Ich will, bevor wir weitergehen, will ich, dass wir uns das Bild richtig anschauen, okay? Also das ist ein Schild mit Häusern und man sieht blaue dieser Swing-Dinger. Warte mal, ich sehe ein Windrad. Oh mein Gott, okay, wir müssen jetzt kurz genau gucken, Freunde. Ding ist, wir haben dieselbe Idee. Wir haben dieselbe Idee, safe. Man muss jetzt nur den Winkel herausfinden. Muss nur den Winkel herausfinden, ja. Das ist das Ding. Das ist das Ding. Und das Geile ist, weil ich schon hier bin, kann ich sogar schon gucken. Ist der Wind Raider? Und da sind die Dinger. Oh mein, warte mal. Es gibt mehrere Schilder, ne? Lass dich nicht rollen, Digga. Es gibt mehrere Schilder, ja. Okay. Hast du was? Hast du was? Ich glaube schon. Ich glaube auch. Ich habe auch was. So, wir markieren. Wir markieren auf drei, okay? Eins, zwei, drei. Nicht im Ernst, wir haben beide das Gleiche. Das ist wild. Okay, André, wir können sagen, zwei Minuten, ab jetzt, let's go. Das Geile ist, ich bin früher da und ich kann noch mal gucken. Dann geh mal gucken. Okay, gucken. Okay, weil das Geile ist, René, André war jetzt nicht hier und ich habe schon diese blauen Dinger hier gefunden. Das heißt, ich wusste auf jeden Fall, es muss hier irgendwo sein, weil auch er auf einer Straße steht. Aber das ist stark, Digga, bin ich hier early. Das Ding ist, ich bin schon da, ich geh jetzt gucken. Na, er ist halt echt schon da. Ich hab's. Nein. Ich bin da. Halt dein Maul. Hier ist das Schild. Halt dein Maul. Oh mein Gott. Aber Bro, wie gut waren wir? Nur durch ein Schild und so Kleinigkeiten, Freunde. Ihr könnt natürlich immer mitmachen und auch gucken und sagen, schreibt in die Kommentare, ob ihr natürlich auch miterratet habt, aber werdet ihr eh nicht. Deswegen schreibt einfach mal rein, wie alt ihr seid, Freunde. Das würde mich mal echt interessieren, wie alt ihr seid. Und André hat's oh mein Gott. Ist das Windrad? Du warst näher, Freunde. Gib mir die goldene Waffe, Digga. André hat jetzt auch eine goldene und ich glaube, zwei goldene und eine schlechte. Zwei goldene, Ich habe auch zwei goldene und eine schlechte. Wir haben noch zwei, drei Screenshots vor uns. Such dir einen aus und sag mir dann Bescheid, welchen du haben willst. Sei early, Digga. Ah, okay, dann weiß ich selber nicht, wo das ist. Egal, mach einen guten, Digga. Das sind viele, die erkennen. Das mit der gelben Ente. Ente, okay. Ich habe sie auf, Freunde. Der Screenshot wird natürlich immer hier eingeblendet. Okay, das mit der Ente. Boah. Bist du bereit? Okay, das ist schwierig. Okay, warte. Ich muss kurz. Das ist easy. Wobei, Freunde, ich muss kurz gucken. Ja, das ist easy. André, ich hab's. Okay, bist du bereit? 3, 2, 1, go. Boah, oh, Sleepy Sounds, da ist auch ein Pool nämlich, Digga. Ja, bei John Doe Genion auch. Bei John Doe Genion auch. Das ist jetzt die Frage. Okay, Freunde, ich muss mal sagen, André, wir haben Statements abgegeben. Ich habe 25 Schuss. 3, 2, 1 und los geht's. Ich habe 26, bei dir. Ich weiß gar nicht, wo genau ich gleich. Oh, okay. Okay, André, zwei Minuten Zeit. Der, wo zuerst da ist, hat halt gewonnen. Je nachdem, wer halt auch richtig liegt. Ne? Ja, wer richtig liegt, ne? Sieht das ist halt das Licht Ding, ja. Sieht ihr, wer das Licht angeht. Das ist auch natürlich ein kleines Race. Oh, scheiße. Oh, okay, nice. Okay, Freunde, es geht los. André, wie sieht's bei dir aus, Digga? Bin ich early? Ich bin weit, ich bin weit. Ich bin nicht weit, weil bei mir gibt's keine Beine mehr, aber ich bin wieder in Reset-Modus, Mann. Aber ich bin mal echt gespannt, ob wir das haben oder nicht. Ich glaube, dieses Race mit zwei Minuten macht gar keinen Sinn. Aber Freunde, für den Touch. Ist so, für die Dings, für die Spannung. Für die Spannung. Schau, wir schneiden es einfach raus. Scheiß auf die Spannung. Wir sind gleich da. Irgendwann später. Oh yeah. Hast du's? Ich hab's. Bei mir ist nicht, Digga. Ich wusste es.
es! Ich wusste es, du kleiner Freunde! Das Coole ist auch, zum Glück hat die Screenshots Maven gemacht und nicht Michael, weil Michael hätte irgendwie so Baum oder so einfach gemacht. Unnormal schwer. Aber das war gut, Freunde, weil das dachte ich mir halt auch, okay, Swinging Pools, vielleicht wollte er uns ein bisschen den Chonkos Wonkos und Gondi Gandis machen, aber es war in Sleepy Sounds und dann geht der Punkt wieder an mich, Freunde! Okay, André, wie sieht's aus, Digga, du kleiner Hund, Digga? Schlecht für mich aus. Du bist halt gerade noch Verlierer, deswegen würde ich sagen, such dir wieder eins aus. Okay, ich suche mir eins aus. Such dir eins aus. Gerne, Rane. Einer kleinen Taverne, Alter. Ah, okay. Ich würde den Traktor. Okay, dann nehmen wir den Traktor. Okay, Freunde, wir nehmen den Traktor. Ihr seht natürlich hier das Bild eingeblendet. Okay, André, lass uns jetzt kurz mal gucken. In Ruhe. Ich hab schon einen Plan, ja, wo der sein könnte. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Okay. Weil das ist wieder so ein Ding, das ist bestimmt irgendwo einfach mitten auf der Map. Das Ding ist, bin mir zu 70% sicher, wo er ist. Zu 70%? Ich auch. 70%. Ich weiß sogar zu 100%, wo er ist, Bro. Laber nicht. Ich weiß zu 100%. Ich werde genau auf ihn markieren, wo der ist. Zu 100%. Genau auf ihn? Ja. Okay. Warte. Doch nicht so genau. Aber wahrscheinlich genau auf ihn. Okay. Wahrscheinlich, okay? Okay. 3, 2, 1. Okay, André, es ist ein Race, 2 Minuten. Was für ein Race? Ich bin doch viel weiter weg, ja, Idiot. Ja, das ist halt dein Problem. Ich habe keinen Spider-Man mehr, ich fahre jetzt mit dem Auto. Ich auch nicht, ich mache einfach Respawn. War's gut. Okay, Freunde, wir haben genau gleich gepinkt. Wie krank kann das nur sein? André. Ja. Woran hast du es erkannt? Sei ehrlich. An den Büschen. Ja, safe. Hier ist eine Buschplantage. André, ich. Oh nein. Halt's Maul, ich bin schon da. Ach, war. André, ich bin dir early. Ja. Wir gucken jetzt gleich, welche Markierungen näher dran ist. Ja, ich hab schon geguckt. Ja, okay, ich bin gleich da. Kranker Ping, Bro. Ich glaube, meiner ist näher dran, ne? Komm, wenn wir hier deiner, rausgehen. Ja, safe. Deiner, ja, du hast hier 7 Meter, bei mir 14. Wenn ich hier nach vorne gehen sollte, 12 und trotzdem noch 7, Freunde. Aber guck mal, daran sieht man, wie krass Gehirne eigentlich funktionieren, krank, Digga. Bro. Dass wir uns sowas merken, weißt du? Geistig behindert, würde ich sagen, Freunde. Ist so. Ich würde aber sagen, André, du warst wild unterwegs. Ich war wild unterwegs. Warum habe ich gerade meine Kamera reingezoomt? Weiß nicht warum. Freunde, ich würde aber sagen, wir gehen wieder Daily Bugle, holen unsere Waffen ab und dann gibt's natürlich einen Fight um 3 Leben. Warte auf mich! Leben. Steig ein, Baby. Steig ein, Baby. Nö. Tschüss. Steig ein, wenn du ready bist, sag, wenn du ready bist. Digga, ich bin ready. Digga, ich bin ready. Okay, Freunde, dann geht's los. Wir haben 3 Leben und André wird weggeburstet. War ein wilder Shot in meinen Shot. Bock nicht, okay? Guck mal, ich werde dich jetzt rushen. Bomb? Werde ich doch nicht. Ich hab Angst. Wo bist du? Hab dich doch eben gerade gesehen, du kleiner Hampelmann. Ja, du kleiner Hampelmann, Digga. Ja? Dritte Runde hast du KO kassiert, Digga. Du Schweinebacke. André, wo bist du? I don't tell you. Er ist irgendwo, er macht den Ich spring den die ganze Zeit in der Luft. Ich such dich, Digga. Du springst in der Luft? Ja? Bei mir fliegt einfach ein Pizzakarton in der Luft, Freunde, da hinten. Was bist du denn? Ja, schade, dass du campst, Digga. War ein wilder Snipe, Digga, obwohl ich nicht bewegt hab. Bin ich dir early? Ja? Ja, ich bin early. Da oben rumcampen? Nein. Da oben rumcampen? In dein Gesicht, Digga. 198 und du bist gestorben, komischerweise. Aber in dein Gesicht, Junge. Kannst du bitte eine Kerze für mich anzünden? Doch! Dann mach ich dich, du killst mich in der Zeit. Schade, Freunde. Digga, treff doch mal! Digga, ich hab alles getroffen. Was willst du von mir? Ja. Komm, Bodenkampf, wenn du ein Mann bist. Komm jetzt auf Boden. Komm, ich bin auf Boden, ich bin bei Truck. Ja, ich bin einfach andere Seite der Welt gespawnt. Nein, sag ehrlich. Sollen wir einfach sagen, der nächste Kill gewinnt, weil dieses Fliegen fuckt schon ab. Last Man Standing jetzt, letzte Runde. Wer gewinnt, hat gewinnt. Sag dir so, keine Chance. Keine Chance, Swonkus? Auf Boden? Sagst du auf Boden? Bodenkampf. Wo bist du, Lan? Wo bist du, sei ehrlich? Wo bist du, André? Komm jetzt, einer, 1 und 1. 1 und 1? 1 und 1 gehen wir, ja? Komm, such mich. Bodenkampf, Digga. So einer bist du also, hä? So ein ekliger bist du also. Ja, komm, Bodenkampf. Komm, Bodenkampf. Dies machst du keine Hex, Digga. So ein Ding. Ach, Digga, gar kein Problem gegen dich. Wo bist du? Denkst du, bist cool oder was? Denkst du, bist cool oder was? Ich hab keine Metz mehr, Bro. Schön für dich, Digga. Komm runter, wenn du ein Mann bist. Komm du hoch, wenn du ein Mann bist. Komm runter, wenn du ein Mann bist. Wo bist du? Komm runter, wenn du ein Mann bist, hab ich gesagt. Komm runter, Ranz. Ach, Digga, Schmutz, André. Du bist einfach nur. Guck mal, es gibt Leute, die sind einfach gut, weißt du, so wie ich. Den man abonnieren sollte. Und dann gibt es einfach so Leute wie dich, die man halt auch abonniert, weil ich halt so gut bin, weißt du? Freunde, nein, das war natürlich Spaß. Abonniert auf jeden Fall meinen Bro André ab, Freunde. Ab? Warum sollt ihr mich abnonieren? Ab.
Abonniert André ab. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ihr noch eine Folge sehen wollt, lasst natürlich ein Like da, Freunde. Auf die Dinger und schreibt mir natürlich gerne rein, wie alt ihr seid. Das würde mich echt mal interessieren. Und André, ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen um 18 Uhr bei einem neuen Video. Und um Dienstag und Donnerstag bei einem Stream. Macht's gut. Peace out. Auf YouTube natürlich. Erhältlich jetzt. Junge, laber nicht so viel. Okay, ciao.